So, hey, willkommen zu InDesign Challenge 9. Das Thema ist dieses Mal, ja, ihr kennt es bestimmt schon, Kristalle. Ihr könnt den Raum kreativ einrichten und ihn dann mit der Community teilen zu dem Thema. Und so geht's, ihr geht auf irgendein leeres Grundstück, völlig egal, ne? Und geht dann dort in den Baumodus. Ihr müsst dann irgendeine Wand ziehen, völlig egal, wie ihr das macht. Ihr müsst einfach die Wand ziehen und die dann auf die mittlere Wandhöhe stellen. Ganz wichtig, eine mittlere Wandhöhe zuerst einstellen. Und dann geht ihr in die Galerie und holt euch das Zimmer. Das findet ihr unter dem Hashtag IDC9 oder unter meiner EAID Daniel-Simfans.de. Und dieses Zimmer platziert ihr dann auf diesem Grundstück. Die Wand könnt ihr dann wieder entfernen nach dem Platzieren und dann habt ihr dieses Grundstück hier. Und ja, achte darauf wirklich, dass es die mittlere Wandhöhe ist, ganz wichtig. Dann richtet ihr es entsprechend der Regeln ein und ladet es dann wieder hoch in die Galerie. Und wenn ihr das speichert, bitte als Zimmer speichern, also das Zimmer quasi hier so anklicken, wenn ihr fertig seid, und dann als Zimmer speichern anklicken und dann in das Beschreibungsfeld IDC9 eingeben. Das ist ganz wichtig, unter diesem Hashtag, ne, da finden wir dann die ganzen Zimmer von der Community. So, ihr benötigt zum Mitmachen nur das Space Game, aber es gibt so ein paar Regeln, ne, um mitzumachen. Das Thema ist, wie gesagt, Kristalle. Das interpretiert ihr nach euren Vorstellungen und setzt dann eure Idee kreativ um. Wir wollen viele kreative Räume sehen. Also der Raum, der kann eine Schmuckherstellerwerkstatt sein, ein Museum oder was ganz anderes. Hauptsache rund um das Thema Kristalle. Da seid ihr nämlich sonst frei und ja, denkt nicht zu realistisch, sondern zu einem Sims-Universum. Also es darf gern auch irgendwas bisschen abgefahrenes sein. Das Ganze soll wie so ein Theaterbühnenset aussehen, also quasi von dieser Seite, wo wir jetzt auch von der Kamera her drauf gucken, ne, eben anschaubar sein. Also stellt euch vor wie so eine Theaterbühne, ne? Hier sind die Zuschauer, es sollten keine großen Objekte vorne an der vorderen Seite hier stehen, die dann das hintere verdecken könnten. Also, oder denkt an ein Katalogfoto, so ein bisschen einrichten und ja. Dann im Baummodus natürlich, ihr dürft nichts verändern, was hier da ist, also keine Plattformhöhen ändern, keine Wandhöhen ändern, keine Wände ziehen, keine Wände entfernen und so weiter. Also der Raum muss genauso bleiben, wie er eben ist. Und ihr dürft auch keine weiteren Dinge hinzufügen, also keine Wände hinzufügen etc. Der Raum ist wirklich hier so fix. Es geht hier ums Einrichten. Und ums Einrichten, das seid ihr frei. Ihr könnt natürlich Tapeten und Böden und so weiter platzieren. Und die drei Kristalle, die ihr hier seht, die müssen auch irgendwie in euren Raum integriert werden. Ihr dürft die natürlich verschieben, aber nicht in der Größe ändern. Und ja, am Ende gucken wir, wie ihr die drei Kristalle, wo ihr die untergebracht habt. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und die Fenster, da seid ihr aber frei, das ist so die Ausnahme. Die Fenster sind nur so ein bisschen Deko für den Raum. Ihr könnt die beibehalten, müsst sie aber nicht. Ihr könnt sie auch entfernen, ihr könnt sie verschieben, ihr dürft damit alles machen, was ihr wollt. Die Fenster, da seid ihr frei. Ja, wie gesagt, ihr braucht nur das Base Game. Wenn ihr Packs oder Sets habt, dürft ihr die natürlich verwenden zum Einrichten. Es gibt kein Simoleons-Budget-Limit, aber CC ist auch nicht erlaubt, ne? Und ich freue mich jetzt auf einen Showcase-Stream, ne? Es wird so einen Livestream geben, da gucken wir uns dann eure Räume an in der Galerie, platzieren die raus. Alle Regeln zum Ablauf findet ihr in der Videobeschreibung. Ist frühestens in 10 Tagen nach Upload dieses Videos, voraussichtlich nächste Woche Freitag, also die Woche drauf, ne? Und alle Termine findet ihr auch im Sendeplan. Ich bin mega gespannt, was ihr da draus macht und freue mich jetzt schon drauf. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr Fragen habt, gerne kommentieren. Euer Daniel. Macht's gut. Tschüss.